Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Baldur's Gate 3. Ja, das ist Teil 3, da ich Teil 1 und 2 nie gespielt habe. Und wenn ich ehrlich bin, ich kenne auch die ganze Reihe gar nicht. Ich habe noch nicht mal gewusst, dass das Spiel überhaupt gibt und was das Spiel überhaupt ist und so. Aber, ja, ich mag MMORPGs, ich mag so Rollenspiele und deswegen fange ich jetzt mit Teil 3 an. Auch wenn ich leider 1 und 2 nicht kenne. Ich habe mir das Spiel gestern bzw. heute runtergeladen, über die Nacht. Und ja, fangen wir erstmal, hier in dieser Folge geht es erstmal nur um den Charaktereditor. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge mit dem eigentlichen Gameplay, mit dem ersten Level. Und ich freue mich schon darauf, das Spiel durchzuspielen, anzuspielen. Erst anzuspielen, um es dann durchzuspielen. Ja, so, dann fangen wir mal an. Option habe ich auch schon vor alles gemacht. Alles eingestellt. So, mehr Spieler geht nach nicht. Erstmal neues Spiel. Entdecker, erzählerisches Erlebnis. Die Geschichte ist wichtiger als der Kampf. Ausgefundenes Abenteuer voller herausfordernder Entscheidungen. Harte Kampagne mit Schwerpunkt auf strategischem Kampf. Ich bleib bei ausgeglichen. Also praktisch Schwierigkeitsgrad normal. Wie ich das in den Trailer und Videos mal geguckt habe, weiß ich, dass jetzt eine Cutscene kommt. Deswegen schalte ich mich kurz stumm und dann sehen wir uns gleich wieder nach der Cutscene. Bis dann, ciao. So, da sind wir auch wieder. Wo ist eigentlich mein Profilbild hin? Mein Profilbild ist weg. Okay, gut. Ja, vorgefechtigter Avatar ist jetzt nicht so meins. Weil wenn ich jetzt Schattenherz spielen würde, oder Gale oder so, wäre das jetzt nicht so meins. Vor allem, wenn dann die Gefahr besteht, dass die Avatare dann doppelt erscheinen. Also, dass man zwei Avatare in den Cutscene oder sowas hat. Deswegen würde ich jetzt keine Vollgefertigten nehmen, weil ich weiß nicht, was dann passiert in Zukunft, wenn dann zwei gleiche Avatare sind. Nein. So, ich nehme 11, weil ich stehe einfach auf Elfen. Ich mag die einfach, wegen Heilung und Bogenschützen und Pipapo. Hoch 11. Wald 11. Aber auf jeden Fall männlich.
Hoch F Zaubertricks. Flamme. Will ich lieber Gift. Barbar, Bade, Kleriker. Kleriker macht heilen, aber der macht nur Schild des Glaubens. Schütze vor Angriffen, erhöht die Risse um 2. Druide, der macht heilendes Wort. Halt eine Kreatur, die du berühren kannst. Und halt eine, die du sehen kannst. Dann werden wir aus deinen Händen faulen. Aus deinen Händen. Was? Ah, Bane. Ich bleib lieber bei Druide. Zaubertricks. Schille Lach. Dann knirrt. Nee, ich will Firma erzeugen und das hier. Resistenz. Okay, Hintergrund. Akolyt, Scharlatan, Krimineller und Handelskünstler. Sonderling, Adliger, Gildenkünstler, Volksheld, Weiser, Soldat, Straßenkind. Was macht Volksheld? Überlebe in der Wildnis, spüre Beute auf. Du bist ein Held des folgenden Volks. Der Tyrann und Monster herausfordert, um die Hilflosen zu beschützen. Rettest du Unschuldige aus der Gefahr. Und so wird deine Legende wachsen. Ja. Retten und Beute suchen, das will ich. Die anderen habe ich. Die anderen. Nee, kriminell an Charlatan will ich nicht sein. Böse will ich jedenfalls nicht sein. Weiser. Verzauberten Gegenständen. Nee, ich bleib das. So. Charisma. Brauche ich nicht. Kann ich. Ah. Weisheit. Gespüren ist und verbessert Zauber wirken bei Druiden, Kleinen und Waldläufern. Yep. Intelligenz. Ja, Konstitution, Ausdauer, Geschicklichkeit. Ja. Warum kann ich da nicht noch weiter drauf skillen? Naja, ändern. Motiv erkennen. Nö. Heilkunde. Erkenne Symptome, diagnostiziere Krankheiten. Ja. Natur. Erkenne Pflanzen und Tiere. Nein. Religion. Erkenne Gottheiten. Verstehe heilige Rituale. Und erkannte Kunden. Ah, nee. Erkenne Magie. Interagiere mit verzauberten Gegenständen. Keine Kunde will ich einfach machen. Gut. Aussehen bearbeiten. Zauberer vorbereiten. Feenfeuer. Alle. Nein. Okay. Erstmal so. Erstmal alles, was mit Heilung hat. Wasser erschaffen oder zerstören. Rufe Regen herbei oder zerstöre eine wasserbasierte Oberfläche. Oder nee, ich mache einfach das und das. So, was mit Tieren? Das ist bestimmt nützlich. Aussehen. Ich will ein bisschen jünger aussehen und nicht so alt. Deswegen nehme ich das. Stimme. Where to next? Nein.
What was that? Nein. Let's hope the locals are friendly. Uh-uh. Hells, something just woke up down here. Ja. So, Narben, nein. Sommersprossen, nein. Kleidung auch nicht. Das kann also bleiben. Hier ein bisschen weiß. Körperschmuck? Nee. Ich will ja nicht Körperschmuck sagen, sondern eh lieber Gesichtsbemalung oder Gesichtsdetails oder irgendwie sowas. Aber naja, kann ja jeder so sehen und so sehen. Augen nehme ich mal rot. Ich will lieber auch die Pupillen ändern, aber leider geht das nicht. Schminkstil. Jupp. Bin ja eine Elfe, also kann ich das. Schwarz. Lippentönung. Nee, das kann normal bleiben. Haare. Voll auf Tenten hier. Aus Shinobi Striker. Oder aus Naruto. Oh Gott, nein. Nein. Nein, nein, nein. Einmal kurz. Ich muss einmal kurz niesen. Oder auch nicht, aber gleich. Nase kitzelt jedenfalls schon. Nee. Ich nehme lieber das. Das ist ja auch möglich. Schwarz, Glanzlichter, Highlight, Blau. Grauung, Schwarz. Yep. So, das muss ja nicht jedem gefallen. Mir gefällt's. So, war's das? Fortfahren. Gut, ich habe ja hier mir einen Namen ausgesucht. Jetzt muss ich den wieder... Weil ich habe die Seite geschlossen. So, ja, der Ton ist weg, weil ich gerade aus dem Spiel raus bin. Das ist halt eben ein bisschen ärgerlich. Mir wäre es lieber, wenn der Ton anbleiben würde, auch wenn ich mit dem Maus jetzt auf dem anderen Monitor bin. Also. Das nennt sich... Warak. Nee, Warakai. D. Apostroph. Genau. Warakai Daraet. So. Halbelf. So, Volksunterart. Ich bleib bei Hochelf. Remarkable. Follow your instinct. Remarkable. Truly. Warm. So, Kopf her. Augen. Schminkstil. Kann ich ja nicht auch so nehmen.
Ist nicht noch ein bisschen grüner? Das soll schwarz 8 sein. Für mich ist das grün. Das ist blau für mich. Blau, und das nennt sich schwarz 7. Das ist dunkel lila, schwarz 6. Und das ist dunkelblau lila. Und das, wieso nennt sich das schwarz? Guck mal, das ist dunkel orange. Und das nennt sich schwarz. Und das ist doch hier dunkelrot, dunkelkaminrot. Das nennt sich auch schwarz. Also irgendwie stimmen die Bezeichnungen der Farben auch nicht so ganz. Ist ja kein Schwarz. Das ist Olivgrün hier. Und das nennt sich Schwarz 11. Stimmt doch voll gar nicht. Was war das? Die wollte ich, genau. Das habe ich schon vorhin beim Durchblättern gesehen. So, das. Auf jeden Fall grün. Schwarz. Und hier auch. Nee, das wollte ich so haben. So. Schöne Musik. Gefällt mir. Grün 1. Grün 1. Warum ist das denn doppelt drin? Grün 2. Das ist ein anderes Grün 2. Gesichtsbehaarung? Nö. Soll ich die Augen dann doch lieber grün machen? Würde besser zu der Haarfarbe passen. Weiterziehen. Oh, Cutscene.
So. Das war eine sehr coole Cutscene. Ein sehr geiles Intro. Hat mir wirklich gut gefallen. Ja, Charakterstellung fertig. So. Dann sage ich mal, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und ja, nicht vergessen, Leute, lasst ein Like da, abonniert, aktiviert die Glocke, damit ihr weiter nichts verpasst und auf dem Laufenden bleibt für die nächste Folge und auch für andere Videos. Und wir sehen uns dann, wie gesagt, in Folge 2 wieder von Baldur's Gate 3. Also bis dann und ciao.